Brasilien gegen Peru, das Finale in der Copa America, war für die Brasilianer wie ein Heimspiel hier im Maracanã und so starteten sie auch rein. Peru mit dem Ballverlust auf der rechten Seite, dann fällt Coutinho der Ball direkt auf den rechten Fuß und der lässt sich nicht zweimal bitten und nach gerade mal 4 Spielminuten war die Seleção in Führung. Da war für Galese nicht viel zu halten, das war ein wuchtiger, platzierter Schuss. Sie wollten direkt nachlegen, Peru der Favoritenschreck. Uruguay und Chile konnten sie rausschmeißen, aber Brasilien nochmal ein anderes Kaliber. Doch verteidigen können sie allemal. Arthur zu Gabriel Jesus und dann William mit dem Abschluss, aber kein Problem für Galese. Den Werther zum Eckstoß ab. Und jetzt wagte sich Peru mal nach vorne. Dieses Laufduell entscheidet Carrillo für sich und der mit dem etwas zu unplatzierten Abschluss. Die Riesenchance vom Seitenwechsel zum Ausgleich. Aber Alisson Becker lässt sich gegen diesen etwas zu unplatzierten Schuss nicht aus der Ruhe bringen. In der Gruppenphase endete dieses Duell 5:0 für Brasilien. Davon waren wir hier meilenweit entfernt, weil Peru sich innerhalb des Turnierverlaufs wirklich steigern konnte. Aber Brasilien, klar, ist ein anderes Kaliber. Arthur Roberto Firmino legt sich den Ball selbst auf. Der Abschluss ist dann, wenn man es genau betrachtet, ziemlich harmlos. Jetzt wagte sich Peru wieder nach vorne, knappe 25 Minuten noch zu spielen. Thiago Silva erstmal dazwischen, aber Peru bleibt dran. Polo setzt sich da durch, Alisson Becker kann aber parieren. Dann übernahm wieder Brasilien das Kommando, knappe Viertelstunde noch zu spielen. William mit dem schönen Seitenwechsel. Und Arthur, ein wichtiger Motor. Und jetzt auch mal mit dem Abschluss. Galese kann aber wieder parieren. Schöner Schuss, schöne Parade. Schlussphase, jetzt nochmal ein Eckstoß für Brasilien von der linken Seite. Und Thiago Silva macht den Titel für Brasilien im eigenen Land. Perfekt, 90. Spielminute, 2:0 und das war das Ende des Liedes. Bitter für Peru, die sich mit einem starken Turnier ins Finale verdient geschossen haben, aber am Ende war Brasilien leistungsgerecht hier der Gewinner und damit Sieger der Copa America 2019.